Artemisia annua anamed, die Wunderpflanze der Natur. Eine anspruchslose Pflanze, die sich fast überall anbauen lässt. Wie ich vorgehe und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Zunächst halbieren wir eine Toilettenpapierrolle und füllen diese mit Blumenerde. Nun kann man die Pflanzensamen darauf streuen und leicht andrücken. Nach ca. 14 Tagen bis 3 Wochen sieht man schon die ersten zarten Pflänzchen, wie hier rechts auf diesem Bild. Nun kann man die kleinen Pflänzchen auseinander machen und einzeln verpflanzen, sodass diese sich schön entwickeln können. Wichtig ist, dass man nicht gießt, das Wasser muss immer von unten kommen. Sind die Pflanzen nun groß genug und einigermaßen stabil, dann geht's ans Umtopfen. Nach ca. 14 Tagen haben die Pflanzen dann schon eine Größe erreicht, sodass man sie in größere Gefäße oder auch schon in größere Töpfe umpflanzen kann, um sie dann auswachsen zu lassen. Hier in diesem Beispiel pflanze ich die Artemisia-Pflanze im Garten ein. Hierzu gebe ich Gemüseabfälle ins ausgehobene Loch, setze die Pflanze drauf und decke alles locker mit der Erde ab. Und rechts im Bild sieht man auch, wie der Cingulante schön die Ranke hochwächst. Zwischen den Pflanzen sollte man genügend Platz lassen, denn der Artemisia-Strauch wird bis zu 2 Meter hoch. Hat man keinen Garten zur Verfügung, dann kann man auch die Artemisia-Pflanze in große Kübel einpflanzen. Das macht gar nichts aus. Auch hier wird der Strauch bis zu 2 Meter hoch. Bis die Pflanze eine gewisse Größe erreicht hat, ist es notwendig, dass man sie ausreichend gießt. Sie sollte nicht übermäßig nass sein, aber stets feucht in der Erde. Nach ca. 3 bis 4 Wochen muss man nicht mehr gießen, dann holt sich die Pflanze ihre Feuchtigkeit aus der Erde. So, die Pflanzen sind nun in der Erde, haben wir unseren Job gemacht. Ein bisschen ab und zu nachschauen, dass die nicht austrocknen, ein bisschen nachwässern. Wenn sie mal eine bestimmte Größe haben, ist das nicht mehr notwendig, also wie schon eingangs gesagt, sind diese Pflanzen sehr anspruchslos und wir sehen uns dann wieder bei der Ernte. 4 Monate sind rum, jetzt können wir die Artemisia-Blüten bzw. Blätter ernten und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen hier das Ende an die Hand und streifen das hier nach hinten ab. So haben wir dann die Blüten, die sammeln wir alle schön und lassen auch Luft rankommen, sodass die nachher schön trocknen können. So, mach das jetzt voll, lass es trocknen und dann werden wir das weiter bearbeiten und das zeige ich euch dann, wenn das trocken ist. Also dauert 2-3 Tage, dann tut man das immer wieder ein bisschen luftig mischen, dass sich da keine Feuchtigkeit drin bildet und dass es dann auch nicht schimmeln anfängt. Und von daher gesehen, sehen wir uns in 2-3 Tagen wieder. Wie man sieht, lässt sich das ganz einfach abstreifen. Man kann auch vorne ein Stück stehen lassen, dann wächst das einfach immer weiter. So, die 3 Tage sind jetzt rum. Artemisia-Blätter. Die sind wunderbar durchgetrocknet, so dass wir sie jetzt schön dünn sieben können. Hierzu nehme ich ein normales Haushaltssieb und siebe das ganz einfach durch. Die Stängel, die dann übrig bleiben, die kann ich dann als Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel für mein Hundefutter, nehmen.
Übungszwecke reicht es mal aus. Wenn ich das alles fein durchgesiebt habe, dann fülle ich für mein Artemisia-Blüten das Pulver, fülle ich mir schön sauber in Braunglasflaschen ab. Und die haben den Vorteil, dass sie die Lichteinwirkung nicht so durchkommen lassen und somit dieses wertvolle Kraut länger haltbar machen. Verschrauben wir das luftdicht und somit ist das mindestens 1 bis 2 Jahre haltbar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abonnement oder auch über einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.